So, Freunde, hier haben wir stehen geblieben beim Ende der Mission. Haben Stufenaufstieg gemacht. Archangel Black Zelda befreit. Jawohl. Und jetzt mal gucken, was uns jetzt erwartet. Thermomagazin, okay. Also das Kampfsystem, ich finde, also nicht so. Keine Ahnung. Nicht so, aber die Story ist gut. Momentan muss ich sagen, Mass Effect 1 besser als Mass Effect 2. Momentan. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ja, ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Oh je, oh je. Okay, jetzt gehen wir hier in die Gruppe. Wir müssen jetzt 3 Punkte haben. Gruppenpunkte 3. Kampfmeisterschaft. Ja, kostet 3 Gruppenpunkte. Hab ich da, oder? Ah, Rang erwerben, genau. Jawohl. Gut. Tun trotzdem mal speichern für alle Fälle. Speichern. Und dann. Also mich stört, dass wir im Gesicht so leuchten. Warum leuchten wir eigentlich so im Gesicht? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ÜLG-Kommunikations. Zusätzlich, ja, dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des Kommandos. Das ist Cheerio, Baby. Ich melde Sie ab. Cheerio, ja. Ist okay. Raus. Okay. Oh. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Na toll, danke. Nichts, was ich nicht schon gewusst hätte. Trotzdem gehen wir es mal einfach in Aufzug. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ah, richtig. Ja. Ein privater Terminal ist wo? Das ist richtig cool jetzt, oder? Wenn das hier so ist. Das ist das Terminal, da vorne links. Ja, hier. Okay. Nach Video MC. Nach Kräften müssen Gruppenmitglieder warten, bis ihre Kräfte sich wieder aufgeladen haben. Du hast durch die Statusleuchte angezeigt. Auf dem Selektionsrad sind Kräfte, die sich aufladen, grau. Und Kräfte, die beim aktuellen Ziel überflüssig oder wirkungslos sind, rot. Ah, okay. Munitionskräfte wie Kryo- oder Brandmunition schalten Waffen in einen verbesserten Modus. Einigkeit belebt gefallene Gruppenmitglieder wieder, benötigt aber Medigel. Viele Angriffskräfte können gezielt eingesetzt werden, sodass Feinde aus bestimmten Winkeln oder sogar in Ecken herum getroffen werden. Okay. Zum Einsatz von Kräften in Echtzeit ziehen Sie sie per Drag and Drop in das HUD und weisen ihnen Zifferntasten. Die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder können Sie auf die gleiche Art zuweisen. Mit U und E können Sie Ihren Gruppenmitgliedern befehlen, anzugreifen, in Deckung zu gehen oder sich zu einer bestimmten Position. Wenn Sie die Leertaste in diesem Modus drücken, werden Ihre Gruppenmitglieder zu Ihnen gerufen. Optimale taktische Effektivität erreichen Sie, wenn Sie die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder mit Ihren eigenen kombinieren. Oh je. Also,
wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mein großes Ding hier. Okay, Omega-Nebel tätig. Da vorne verschollen. Oh je, Bogenprojektor. Frontsektor, okay, das sind wohl die ganzen Nebenmissionen, vermute ich mal. Oh je. Aha. Naja, okay. Jetzt gehen wir hier mal runter und fahren. Ach, guck mal. Ins Quartier des Captains. Oh. Okay, da haben wir einen privaten Terminal. Da haben wir diese coole Projektion von dem Raumschiff oder das Modell. Norman, die ist ja nett eigentlich. Cool, cool. Ehrenmedaille. Oh je. Okay. Archangel. Okay, ja, sowas finde ich eigentlich cool. Hier ein bisschen Wasser da hübsch gemacht. Ganz nett, ganz nett. So, okay, alles klar, die Rüstung. Jetzt gucken wir mal, das war mal ganz nett. Aber wir machen den Klassiker hier. Jo. Lila, aha. Oh, cool. Das kann ich individualisieren. Oh, Baby. Sollen wir rot machen? Oder blau? Gibt's das? Rot und grün? Oh Gott, jetzt bin ich hier gefangen in dieser Suchtspirale. Ey, ganz ehrlich, das ist so uninteressant eigentlich. Perfekt, perfekt. So will ich das haben. Ja, danke. Klasse, klasse. Entschuldigung. Okay. Haben wir uns das hier auch angeschaut, das eigene Lager. Nett. Auf jeden Fall nett. Jetzt, okay, warmer. Mannschaftsquartiere. Gehen wir mal ganz nach unten. Das Maschinendeck. Einfach um zu sehen, was einen da unten erwartet, was man da hat. Scheiße, Commander! Oh. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Ja, kann man so sagen. Kenneth, ja. Was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Mhm. Richtig. Ich habe kein Offizier an Deck gehört. Dieses Schiff wird militärisch geführt. Halten Sie beide das alles für einen Witz? Jawohl, Sir. Ich meine, nein, Sir. Kommt nicht wieder vor, Sir. Stehen Sie bequem. Wer sind Sie? Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Und ich habe die Frisur von Alistair von Dragon Age Origins. Für die Antriebssysteme. So sieht's nämlich aus. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6-FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Okay. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt.
Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Mhm. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Okay. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Okay. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Hm. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Wie damals. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was heißt damals? Damals vor 2 Jahren. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Okay, cool. Ja klar, besuchen wir die mal da unten. Läuft doch logisch. Aber auf jeden Fall, man fühlt sich auf diesem Schiff hier viel mehr als, ja, wie soll ich sagen, als Captain. Das ist ein größeres Schiff. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alte Schiff klein war, aber dieses Schiff hier ist auf jeden Fall größer, verwinkelter mit Bett oder was das ist. Ja, Bett, das ist wohl der Schreibtisch. Um genau zu sein. Okay, dann geht's wieder raus hier. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat keinen Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Eben, es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Ja, eben, genau. Das ist auch keine Kopie hier. Das ist eine Weiterentwicklung. Ja, so sieht es nämlich aus. Jetzt fahren wir wieder hoch. Maschinendeck und die Mannschaftsquartiere. Dass wir das auch mal sehen. Die ist ja süß. Wie alt? 1 Jahr nächsten Monat. Oh. Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass Sie Ihren ersten Geburtstag feiern. Damentoilette? Oh, oh. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Richtig. Danke für den Kommentar. Warum haben die denn so Pinkelbecken? Das ist die... Ah, das ist kein Pinkelbecken. Das ist das zum Sitzen. Das ist aber... Aha. Da können 2 nebeneinander da sitzen oder was nicht zugucken. Aha. Aha. Naja. Sehr seltsam. Okay. Aha, das ist die Toilette. Ja, cool. Hier kann man duschen. Hier kann man sich waschen. Und man kann sich genauso hinsetzen wie bei den Damen. Schön, 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 schön. Backbordbeobachtung. Toll, bringt uns aber nichts. Ist leider zu. Mannschaftsquartiere. Ja. Alles klar. Mal hier lang, was es hier gibt. Medizinisches Labor. Aha. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Mhm.
Dr. Chakas? Commander Shepard. Ist es die? Ach komm, das ist er doch. Ich habe die mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ja. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Geht. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Wer ist ein jetzt Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Oh ja. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Mhm. Brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandie. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Okay. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie immer vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandie gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Mhm. Was gibt's denn noch? Oje. Oh, Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Aber es ist doch dieselbe Stimme wie in der ersten Folge. Das ist klasse. Dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Oh, Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Na, Sie müssen fliegen? Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Wenn Sie meint. Das war doch jetzt nett, oder? Mal wieder mit ihr reden. Und Sie haben dieselbe Ärzte aufgetrieben. Wahnsinn, oder? Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ja, aha. Und ich bin der Chef hier. Dann werde ich ja wohl in diesen beknackten VI-Kern rein können. Sorry, jetzt hat sie mir tatsächlich gerade eben das Mikrofon mitten im Satz abgeschlossen und der Rest der Folge wird jetzt nicht vertont sein. Aber macht euch keine Sorgen. Wir laufen im Prinzip durch die Normandie rum, unterhalten uns mit verschiedenen Leuten, darum wird es jetzt noch gehen. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Und nach der Folge geht es weiter. Und zwar mit einer Mission, da werden wir uns da oben zum Galaxie, zur Galaxiekarte begeben und ein paar Systeme anfliegen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Und genieße jetzt noch die Show, ohne dass ich rumlaber. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit.
Shepard. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Sind Sie sicher, dass die Zusammenarbeit mit Cerberus für Sie okay ist? Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner Ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen.